Menschen haben gelernt, Energien zu benutzen, um jemand anderem Schaden zuzufügen. Das wird das schlimmste Karma sein. Du darfst das niemals missbrauchen. Einige von euch glauben, dass ihr etwas Großartiges tut, wenn ihr jemanden heilt. Wenn du jeden Moment deines Lebens, du hast ein karmisches Rätsel zu 90% gelöst. Die restlichen 10%, dafür bin ich da. Karma bedeutet Handlung. Es gibt vier Arten von Handlungen: körperliche, mentale, emotionale und energetische. Von all diesen Dingen ist die Energiehandlung die wichtigste und die dauerhafteste und die befreiendste, wenn du sie richtig machst. Wenn du sie falsch machst, kann die Energiehandlung, die inkorrekt ist, viel mehr Einfluss auf dein Leben haben als inkorrekte physische Handlungen, inkorrekte mentale Handlungen, inkorrekte emotionale Handlungen. Was meine ich also mit inkorrekten Energiehandlungen? Eine Sache ist, leider musste ich ein paar Dinge miterleben, die ich nicht miterleben wollte. Gewisse Leute, die versuchen, ein wenig Flexibilität in der Energie zu missbrauchen, die mit bestimmten Yoga-Übungen oder insbesondere mit einer bestimmten Initiation einherging. Es gibt einige überkluge Menschen, die, wenn man sie initiiert, wenn es frisch ist, wenn sie vor Energie strotzen, diese für etwas anderes nutzen wollen. Sie wollen sie kanalisieren, um ihre Nachbarn zu beeindrucken oder um etwas Geld damit zu verdienen oder um sie auf irgendeine Weise zu nutzen. Sie versuchen das, was ihnen zu ihrem Wohlbefinden angeboten wurde, für etwas anderes zu nutzen. Das kann passieren. Oder ein besseres Beispiel wäre: Schau, es gibt viele Möglichkeiten, wie du eine negative Handlung durchführen kannst. Nehmen wir einmal an, du würdest hier sitzen und denken, dass jemand, den du nicht magst, sterben muss. Oder du hast dir sogar überlegt, wie du ihn töten kannst. Das hat eine gewisse Wirkung auf dich. Auf einer anderen Ebene hattest du einen Gedanken, aber nicht nur einen Gedanken, eine starke Emotion. Jetzt hat es eine viel tiefere Wirkung auf dich. Du hast nach diesem Gedanken und Gefühl gehandelt und die Handlung tatsächlich ausgeführt. Dann hat das eine viel tiefere Wirkung auf dich. Jetzt verstehst du, dass es Konsequenzen haben kann, wenn du diese Handlungen ausführst. Also hast du einen anderen Weg gefunden. Du hast jemanden gefunden, der eine bestimmte Art von Energiehandlung durchführt, durch die die Person, die du nicht magst, sterben wird. Hierzu gibt eine ganze Wissenschaft. Ein Veda unter den vier Veden ist diesem Thema gewidmet. Das sogenannte Atharvana Veda, in der es darum geht, zu lernen, Energien zum eigenen Wohle und zum Schaden anderer Menschen einzusetzen. Du hast von Begriffen gehört wie schwarze Magie, Voodoo und Pilisunyam und wie man es sonst noch nennen mag, wo Menschen gelernt haben, Energien zu benutzen, um jemand anderem Schaden zuzufügen. Sobald du energetisch versuchst, jemanden zu deinem eigenen Vorteil zu beeinflussen, dann ist das schlimmste Karma, denn die Wirkung davon geht sehr tief in dich hinein, weil du deine Energien dafür einsetzt. Das ist der Grund, warum ich dich bitte, selbst wenn ich dich in einen einfachen Prozess wie Shambhavi initiiere, diesen Schritt zu tun, eine Mutter für die Welt zu sein, damit du dies niemals missbrauchst, du siehst jeden als Teil von dir. Denn die Steigerung der Energien muss mit einem tiefen Verantwortungsbewusstsein einhergehen. Die Steigerung der Energien muss mit einer tieferen Dimension der Einbeziehung geschehen. Ohne Einbeziehung, wenn man Energien benutzt, wird dies das schlimmste Karma sein. Diejenigen unter euch, die merken, dass sich in ihrem Leben aufgrund von Initiationen drastische Veränderungen ereignen, müssen vorsichtig sein.
Ihr müsst äußerst vorsichtig sein, dass ihr niemals versucht, diese Fähigkeit zu transformieren, zu benutzen, um etwas anderes zu tun. Natürlich denken einige von euch, dass ihr etwas Großartiges tut, indem ihr jemanden heilt oder auf andere Weise in das Leben eines Menschen eingreift. Nein, das wird die schlimmste Art von Karma sein, die du ausführst. Denn sobald du versuchst, deine Energien zu nutzen und du immer noch fähig bist, Ärger zu empfinden, Grenzen zu ziehen zwischen dem, was du bist und dem, was du nicht bist, was dir gehört und was dir nicht gehört, wenn diese Sachen immer noch da sind, solltest du niemals, niemals versuchen, irgendetwas energetisch zu tun, denn das wird das folgenschwerste Karma sein, das du tun wirst. Das ist der Grund dafür, dass selbst um dich in die grundlegende Übung von Shambhavi zu initiieren, du eine Mutter für die Welt werden musst. Und das ist auch ein fantastischer Weg, um dein Karma zu besiegen. Wenn du jeden Moment deines Lebens mit dem einbeziehenden Gefühl lebst, eine Mutter für die Welt zu sein und nicht unterscheidest zwischen dem, was dir gehört und was nicht dir gehört. Im Moment kannst du nicht anders, als zu unterscheiden, was du bist und was du nicht bist, aber zumindest das, was dir gehört und das, was nicht dir gehört, wenn du es wegnimmst, dann hast du das karmische Rätsel zu 90% gelöst. Glaube mir, 90% aller Dimensionen des Karma, dieses Rätsel hast du gelöst, die restlichen 10%, dafür bin ich da.